Hi Leute, euer Liebwitzige. So, ich habe mal wieder was Neues gekauft fürs nächste Projekt. Das sind jetzt ein paar LED-Streifen. Und das sind so ein paar Teile zum Testen. Ja, zeige ich euch gleich mal zusammen. Ich packe aber jetzt nur einen aus. Also Shakun Pace Light 51 heißen die. 18 LEDs sind dabei. Ja, hier, guck mal, 16,8 Millionen Farben, aber ich denke mal, das ist Standard. Ne? Ja, ist ziemlich locker da drin. Dann haben wir den Streifen, um ein bisschen was zu lesen hier. Na, komm schon. So, 50-50 RGB, Länge 360. 10 mm breit, wie gesagt 18 LEDs, 4 Pin, da steht Kabellänge 60 cm, achso, der insgesamt nehme ich an, ah, okay, 36 cm ist der Kabel oder was, ja, da ist noch eine Verlängerung dabei, vielleicht ist das, meinen die das, okay, ah, ja, stimmt hier, und dann habt ihr hier noch so einen Adapter, damit er gleich, wenn ihr jetzt nicht gleich aus, ich werde aber jetzt gleich hier ans Board anschließen, dann braucht ihr halt einen Adapter. Und wenn jetzt hier keinen Adapter, am Board nicht, aber hier bräuchte man einen Adapter. Gut, da ist jetzt auch einer dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der richtige. Aber ich habe jetzt hier zwei bestellt von dem Teil über Amazon halt. Dann könnt ihr gleich hier ans Netzteil gehen oder halt im System. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen steuern über das Teil. Dann, ja, hier brauchen wir jetzt den Adapter, genau. Wo ist er? Ja. Dann werden wir das gleich mal austesten. Und achso, das habe ich hier gleichzeitig auch noch hier für gleiche Prinzip, auch wieder fürs Netzteil mit Steuerung dran. Gleich hier in Schrumpfstoff gewickelt. Für adressierbare RGB-Streifen. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben. Muss ich euch einblenden. Ich habe es vergessen. Die waren nicht allzu teuer, die Teile. Die hier, die kosten 9 Euro. Also 10 Euro, 9,90 Euro pro Stück natürlich. Ne? Ursprünglich wollte ich die von Fentex haben, aber die waren gerade nicht verfügbar. Darum habe ich die jetzt bei dem großen Riesen bestellt. Mit dem A. Ihr wisst, wen ich meine. Schon steht aber auch nichts. Hier steht nur, wie ihr es anschließen müsst und gut ist. Also Kabellänge 60 cm. 60 cm. Achso, die Kabellänge 60 cm. Und der Streifen ist 36, also 360 mm. 36 cm. Da könnt ihr ungefähr hinkommen. Ne? Wenn man das mal vergleicht, da ja, könnt ihr ungefähr hinkommen. Gut, also ist auch sehr, ich habe es mal getestet, ich habe eben eins ausgepackt. Sehr, sehr magnetisch. Ich kann jetzt, hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, sofort fest. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier, sofort fest. Sehr geil. Aber das hat ja auch nicht jeder. Die aus China, ich meine, die wird natürlich auch aus China kommen, aber gut. So, dann werde ich mal ein Netzteil holen. Welche brauche ich jetzt? Die hier. Dann gucken wir mal, was man da so machen kann. Wie gesagt, mit den LEDs ist es natürlich auch von der Software und vom Board abhängig, ne? Ich weiß jetzt nicht, was hier so gehen wird. Also ihr könnt ja dann natürlich auch gleich zwei Streifen anschließen. Ach, XSPC, das war die Firma, genau. Das war nur so ein, einfach nur hier in der Hülle. Und die sind dann so von dem großen Riesen mit dem A, sind die halt so im Paket gekommen. So lose halt. Ne? Also hier ein paar. Wo habe ich denn jetzt hingetan? Hä? Das ist ja normal. Da, so. Du kannst sagen, wo hab ich die denn hingelegt? Also die habe ich mir jetzt nur gekauft, um mal was zu testen. Ob die aber auch funktionieren. Weil ich hatte nämlich auch schon den Fall, dann hat der überhaupt nicht funktioniert, der Streifen. Diese China-Ware, wo er dann mit Fernbedienung hatte. Hatte ich mich auch schon, leider. So, ich gehe mal gerade ein Netzteil holen. So, dann brauchen wir einen Adapteur.
Ist natürlich bei dem Adressierbaren auch einer dabei. Und jetzt sogar zwei dabei, sehe ich gerade. Zwei da. Ach, hier sind auch zwei drin. Ja gut, ist ja klar, sind ja zwei Abzweigungen hier. Wie rum wir die draufstecken, ist wurscht. Dürfen auch eigentlich ganz easy reingehen. Das wird auch schon schwieriger mit festgestellt. Das müssen wir halt drauf achten. Hier ist 12 Volt und hier ist der Pfeil. Also muss das so drauf. Zack. Bin mal gespannt, was da so geht jetzt. Messarte anschließen. So. Dann mache ich hier mal Licht aus. Und go. So, leuchtet das schon mal. Perfekt. Grün. Was geht hier noch? Das ist die Helligkeit, okay. Ah, wunderbar. Läuft, funktioniert. Perfekt. Geile Sache das. Da kann man halt ein bisschen spielen, die einzelnen Modis. Ich denke mal, das ist, wie gesagt, softwareabhängig, ne? Vom Bordhersteller, weil das ist jetzt hier, irgendwas wird da drin sein. Ah, ihr könnt auch ein bisschen Bling Bling machen. Ach, das Ding hat sogar noch Funktionen. Ey, wie geil ist das denn? Da kann man doch ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, meine Hand stört jetzt nicht. Ich leg mal so hin. Eigentlich wollte ich ein extra Video machen, ich denke, komm, kannst du den einen machen. Ich werde schon noch einblenden, wie die genau heißen, diese Teile, die zwei hier. Diese Adapter. Irgendwann will was von mir. Geile Sache das. Ah. Bin echt positiv überrascht. Ich meine, 5, 6 Euro hätten die gekostet. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Schon einige Zeit her. Geil. Gefällt mir. So, ich werde jetzt mal Netzteil wieder ausmachen. Neuen Streifen auspacken. Achso, der hat noch ein bisschen Restwärme, hätte ich mir gesagt. Noch eins auspacken und hänge ich halt auch noch mal dran. Gleiche Packungsinhalt eben. Ist auch wieder der Adapter dabei. Sehr positiv, dass das Kabel so lang ist. Da kann man auch also ziemlich flexibel dann. Das ist schon geil. Ich hatte erst die Angst, es wäre nicht so, dass ich irgendeine Verlängerung basteln müsste. So, mal gucken, ob es funktioniert. Ich denke mal, das wäre jetzt dann unabhängig, nicht unabhängig steuerbar. Aber es funktioniert ja. Das ist geil, richtig geil. Gefällt mir gut. Ist das nicht toll, dass immer wieder was Neues, was man erfahrt, herausfinden kann, sprich neue Erfahrungen macht mit der ganzen, mit dem PC-Kram, Komponentos, ROS Komponentos. Also hier ist Random. Ich merke gerade, wenn ihr unten drückt, dann ist hier oben auch wieder was anderes hinterlegen. Richtig geiles Ding. Hingewiesen hat der Darky-Mische dran, darauf, auf diese Adapter hier zum Testen. Darky von Darky Hardware World. Ja, geile Dinger. Ich meine, ich glaube, die ganze Funktion jetzt durchzufummeln hier, das würde ein bisschen in den Rahmen sprengen, denke ich mal. Aber so sieht man wenigstens, dass die Streifen auch funktionieren. Ne? Sau geil. Bin echt begeistert von den Teilen.
Gut, die adressierbaren, die kann ich jetzt nicht testen, weil ich habe im Moment keine hier. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig, denke ich mir mal. Mehr wie ein Streifen wird in das System eh nicht passen. Werde ich nicht reinpacken, so. So ein bisschen Fahrwerkssenkung, das kann man so schon setzen, das reicht vollkommen. So, mit dem grünen Geblinke werde ich mich mal von euch verabschieden. Und ich würde sagen, ich bin wieder raus, denke ans Abo, ans Liken. Und ja, euer 47er. Ciao, ciao.